Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Mein Name ist Lord Yoda und ich bin gerade am Schauen, dass wir vielleicht uns erstmal Fabriken liefern lassen. Und zwar gleich die Montagemaschine 3. Und zwar hätte ich da immer gern 5 Stück sowas. Die stellen wir ja schon her. Das heißt, es sollte kein Problem sein, uns die liefern zu lassen. Dann, hier haben wir panzerbrechende Munition. Das ist cool und auch toll und alles. Aber wir benutzen sie nicht. Oder die steht eigentlich die ganze Zeit leer. Dementsprechend werden wir ja noch eine Anbieterkiste hinstellen. Und ja, mit einem Roboter die füllen lassen. Und dann hier machen wir nur ein Slot. Dann können wir nämlich, wenn wir Munition brauchen, uns die direkt liefern lassen. Und ich finde, das ist doch praktisch. So, genau. Keine Ahnung, wie hoch die stackt. Mehr als 100 wird schon nicht sein. So, wir haben Montagemaschinen 3 bekommen. Dann werden wir die und die jetzt mal upgraden. Und dann werden wir wahrscheinlich das nicht reintun können, richtig. Aber dann 2 hiervon und 2 davon. Dann geht es schon mal deutlich schneller voran. Und dasselbe hier, 2 hiervon und 2 davon. Gut, hier warten wir noch gerade drauf, dass wir panzerbrechende Munition haben. Das ist jetzt nicht der Plan gewesen. Das war wirklich nicht der Plan. Dann werden wir jetzt hier mal manuell aushelfen. Aber das gefällt mir jetzt schon deutlich besser von der Geschwindigkeit. Eigentlich könnten wir das Ganze jetzt hier auch noch machen. Also, 2 davon, 2 davon. Dann geht das richtig schnell. Oder so schnell, dass die gar nicht hinterherkommen mit dem Einlagern von Kupferplatten. Sollten wir vielleicht den zweiten benutzen. Den Kupferplatten soll es ja echt nicht mangeln. Das füllt sich, das arbeitet gut. Alles wunderbar. Und ja, der wartet so ein bisschen drauf, dass hier die produziert werden. Aber naja, wir haben jetzt schon, wie viele im Inventar? 12 Stück, nicht schlecht. Dann werden wir die jetzt vielleicht mal hier hinlegen. Na, da ist wohl tatsächlich ein Grafikfehler. Das wird nicht geupdatet, aber okay. So. Wollen wir mit den 13 jetzt schon, 14, Entschuldigung, in Angriff gehen oder wollen wir noch ein bisschen abwarten? Hätten wir denn noch irgendwas zum Machen gerade? Könnten unsere Rüstung mal angucken. Also wir haben eine, was haben wir denn? Battery MK3. Okay, wir könnten natürlich Batterien automatisch produzieren lassen. Aber die brauchen Alien-Artefakte. Ja, vielleicht nicht. Okay, dann werden wir jetzt mal runtergehen und uns da ein bisschen vergnügen. Mit 16 könnten wir ja theoretisch auch was anfangen und es wäre ja auch nicht so, dass ja, wir komplett wehrlos sind. Ich meine, wir haben hier schließlich erstens ein super schnelles Exoskeletten und hier noch so eine persönliche Laserabwehr und ja, außerdem einen Fusionsreaktor, der wahrscheinlich mehr Energie produziert, als wir überhaupt verbrauchen können. So, also wir haben, welche Waffe? Ich glaube, die da. Die macht 6 Laserschaden. Und dann wollen wir mal schauen. Also hier haben wir jetzt, wunderbar, 200 davon. Dann werden wir jetzt mal hier abreißen. Und zwar genau 198. Und dann die Blaupause darüber legen. Und das werden wir jetzt einfach Stück für Stück machen. So. Oh ja, vielleicht hätte ich. Doofe Idee.
Vielleicht hätte ich das so machen sollen. Das wäre wahrscheinlich geschickter gewesen, aber gut. Hallo? Bin ich zu weit weg? Oder warum geht das gerade nicht? Oder weil hier Alien-Artefakte rumliegen? Da geht's. Trotz Alien-Artefakten. Ich muss sagen, es sieht immer noch so cool aus. Okay, warum magst du nicht? Überhaupt nicht. Also, weder da noch da. Er beschwert sich auch nicht. Er macht's einfach nur nicht. Hm. Okay, dann werden wir das jetzt mal per Hand machen. Au. Also das Schutzschild müssen wir definitiv erweitern. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Was war das? Hilfe. So, jetzt haben wir keine Fließbänder mehr, oder was? Ist ja toll. Also gut, dass hier unten das nicht funktioniert, das verstehe ich ja. Ich meine, da kam ja irgendwie auf die Idee, das so zu machen. Immer noch nicht. Hä? Okay, jetzt bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Da geht's. Hier sollte er nicht hinbauen. Warum geht das hier nicht? Okay, dann bauen wir halt manuell, ist mir doch wurscht. So, gib her die Expressfließbänder. Alles muss man selber machen. Schrecklich. So. Dann haben wir schon mal das. Wobei, den letzten hätten wir eigentlich langsam lassen können. Ah, nein, 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 nein. So. Dann sieht das schon mal gut aus. Und dann füllen wir hier noch auf. Weil das gut ist. Wir können uns fast nicht verbauen. Weil es ja sozusagen die richtige Richtung ist. So. Wie sieht das jetzt aus? Also hier drüben steckt es gerade irgendwie fest, weil der irgendwas falsch gebaut war. Aber jetzt soll es eigentlich wieder passen. Schauen wir mal schnell. Ja, okay, wunderbar.
So. Vielleicht liegt es an dem da unten, dass er die nicht mag. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch rausfinden. Die ersten passen jetzt zumindest schon mal und ja, mit der Zeit könnten wir jetzt noch upgraden. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das Energieschild also deutlich zu wenig Schild hat. Gibt es denn da ein besseres? Ja, natürlich. Und was braucht's? Ja, Zeug, das wir eigentlich haben. Aber das Ganze irgendwie automatisiert herzustellen, ich weiß ja nicht. Also ich meine, wir könnten schon irgendwas machen, dass wir jetzt da Energiesparmodule und sonst was irgendwo reintun und er dann was herstellen soll. So, was haben wir hier? Schild 150. Was sehe ich denn hier? Was ist denn der Unterschied? Okay, der Energieverbrauch geht hoch. Schild 300, Schild 100. Energie pro Einheit. Aber deutlich höhere Aufladegeschwindigkeit. Und gerade haben wir was? 150, 300. 300. Ich sehe irgendwie nicht, warum das besser ist. Energieverbrauch ist wahrscheinlich mal der Strom, den es benötigt. Okay. Da, der ist gleich. Schild 300 zu 150. Ah, okay, doch. Schild ist doppelt so groß. Okay. Dann haben wir hier doppelt so viel Schild. Aber hier geht das Schild wieder runter. Aber wir haben dafür einen höheren Energieverbrauch. Das heißt, es lädt sich schneller auf, ist aber genau schneller weg. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Und zudem, ja, da geht es von vorne los. Und die sind natürlich wahrscheinlich deutlich besser. Ja, Schild 650. Kostet aber auch wie viel Artefakte? Also das braucht dreimal das hier, das braucht dreimal das hier. Das heißt, wir sind bei neunmal diesen 330 Alien-Artefakten. Mhm. Ist klar, nicht? Vielleicht nicht. Gut, das heißt, dafür sollten wir vielleicht ein bisschen Munition herstellen. Wobei, eigentlich haben wir ja oben Munition. Also. Es gibt so wahnsinnig viele Sachen, die wir machen könnten, bevor wir angreifen. Gleichzeitig frage ich mich aber, macht das überhaupt Sinn? Das fühlt nämlich nicht so wirklich. Dementsprechend würde ich es gern nicht machen, sondern direkt angreifen. Was brauchen die denn? Tungsten. Ja, da müssen wir da gar nicht anfangen. Die wären interessant, brauchen aber alle Zeug, das wir nicht haben. Das würde mal mehr Schaden machen. Forschen wir das mal. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt da zu irgendeinem Alien-Basis-Dingens hin. Ist das gerade auf dem Boden aufgepoppt? Ach du Schande, wie viele Türme sind das denn? Und werden wir hier mit den Verteidigern Spaß haben. Ach du Schande. Die nehmen ja gar keinen Schaden. Da war was, richtig. Ach du Schande. Schaut euch das mal an. Gefühlt passiert da gar nichts. Heftig. Okay. Der Plan mit den Verteidigerkapseln, ja? Ist mal grandios in die Hose gegangen. Also, der ist sowas von in die Hose gegangen. Die halten ja gar nichts aus. Entschuldigung, mit der Ablenkerkapsel. Steht leider auch nicht wirklich da, wie viel sie aushalten. Aber, also gegen die Ditech-Sachen,
Was willst du von mir? Das war ja einfach nur noch tot. Ebenso die panzerbrechende Munition. Die hat ja nicht wirklich was gemacht. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz auf Rakete wechseln und uns dann das Ganze nochmal anschauen. Ja. Das Problem an der Sache jetzt ist, dass das einfach zu viele sind. Wir sollten uns so rumrennen. Ja. Okay. Vielleicht haben wir ein kleines Problemchen. Gut, aber um sicher zu gehen, werden wir jetzt hier noch ein bisschen erweitern. Wobei, nee, 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 wartet mal, wartet mal, wartet mal. Lass das mal hier. Sondern baut das direkt dran. Also eine Überschneidung. Nein, die kann ich nicht überschneiden. Ah! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Muss ich nochmal abreißen. Jetzt sagt dich, die Blaupause funktioniert nicht. Eins. Ah, jetzt. Okay. So kann ich es aufbauen. Ich hoffe mal, wir haben genügend Items. Wäre ein bisschen ärgerlich. Aber sieht gerade ganz gut aus. Was? Es fehlen auf jeden Fall noch Reinforced Walls. Das waren die da. Warum fehlen die? Ah, weil hier geladen werden muss. Okay. Dann ladet mal eine Runde. Wunderbar. So, dann haben wir hier drüben auch noch ein bisschen mehr Verteidigung. Was vielleicht ganz angenehm ist, falls die jetzt auf Racheakt, Rachefeldzug, genau zu sein, gehen wollen. So, Mauern haben wir ja hier noch. Dann werden wir jetzt hier noch irgendwas zumachen, um zu verhindern, dass da irgendwie was durchkommt. Sehr gut. So sieht das doch schon mal gut aus. Denke ich, passt. Dann werden wir jetzt hochfahren. Ah, wir müssen uns eigentlich. Wir bräuchten gegnerische Stellungen, die nicht voll sind mit Türmen. Also, die hier war ja jetzt gerade extrem. Da waren ja irgendwie. Schauen wir es uns nochmal an. Waren ja irgendwie zwei Gebäude, drei Gebäude und 15 Türme. Wie sieht es hier drüben aus? Was war da? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Da sieht es eigentlich ganz nett aus. Das könnte man mal erobern, sozusagen. Einfach um ein paar mehr Pakete zu bekommen. Das Problem ist, wir brauchen trotzdem Verteidiger und sonst was Kapseln. Einfach um uns durchzusetzen, bis wir das Ganze zerstört haben. Sonst ist das nämlich ein bisschen doof. Ach du Scheiße. Ich glaube, da ist gerade ein Meteorit runtergegangen. 87 Objekte wurden zerstört. Wir müssen dringend hoch. Ach du Scheiße, existiert meine Mainbase noch? Anscheinend.
Das ist, glaube ich, die beste Nachricht, die ich gerade gehört habe. Was zum Henker ist da kaputt gegangen? Ach du Schande. Da bin ich jetzt gespannt, was das war. OMG, OMG, OMG. So. Stopp. Zug anhalten. Aussteigen. Hier war das doch, oder? Sehe ich das richtig und das Ganze wurde einfach wieder aufgebaut? Hier, hier fehlt was. Hier. Tatsache, die haben fast alles wieder aufgebaut, die Bauroboter. Bis auf die Untergrundsachen, weil die konnten sie natürlich nicht. Ha! Cool. Das gefällt mir echt gut. Dann werden wir mal unterirdische Fließbänder in Auftrag geben. Da haben wir schon welche. So, dann haben wir hier einen Asteroid. Stein und Eisen war drin. Und wegen dem Schmarrn gehst du kaputt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben wieder... Wir haben fast nichts verloren, sozusagen. Weil eben... Also verloren ist der falsche Begriff, aber wir haben nichts... es wurde fast alles sofort wieder aufgebaut. So, was fehlt? Intelligente, dann werden wir jetzt mal hier eine Lagerkiste. Also, die wollen Intelligente. Sie wollen ein paar Anbieterkisten. Und Lichter. Ich meine, die wissen doch am besten, was wohin muss. Muss ich mich nicht drum kümmern. Super. Ah, hier fehlt noch was Unterirdisches. Also der... denke ich, hat hier schon eine ziemlich große Verwüstung angerichtet, aber es ging gut. Auch dank Knickarmrobotern. Nee, nicht Knickarmrobotern. Baurobotern. So. Anbieterkiste. Hammer, okay. Jetzt fehlt hier noch so eine Untergrund. Geschichte, die packen wir mal da rein. Und jetzt fehlt noch ein Roboter. Wo denn? Wo fehlt da noch was? Vor allem so ein langsamer. Wo fehlt denn der? Hier drüben irgendwo. Das haben sie wieder aufgestellt. Da steht auch... Hier! Da haben wir echt noch so langsame... Irks. Machen wir lieber gescheide. So. Vielleicht war es ein halber. Aber auf jeden Fall... passt das jetzt wieder. Sehr gut. Wie sieht es mit Strom aus? Sehe ich das richtig? Und wir haben ein kleines Stromproblem. Oder täuscht das? 160 mal 200 sind 320 mal 2 Nullen. 3000, 30.000. Okay. Das heißt, wir sollten dringend mal wieder
nachlegen. Also. Ja, die Akkumulatoren füllen sich gerade so ein bisschen. Die Leistung ist noch nicht überragend. Wo ist dann das Pattern? Da ist es. Oh, hier brauchen wir, können wir gar nicht erweitern gerade. Okay, dann werden wir das hier einfach machen. Da ist so ein komischer brennender Dornbusch im Weg. Ebenfalls, also. Mehr Energie, mehr Energie, mehr Energie. Wie viele haben wir denn? 74 von den Solarmodulen. 73 Akkumulatoren. Oh, und Substations brauchen wir. Wollen wir die? Die müsste doch. Da. Dann bauen wir da ein paar. Die packen wir einfach in die Lagerkiste. Und dann sollte man vielleicht so einen Bauplan allein für die Akkumulatoren bauen. Müssen wir mal schauen, ob das Sinn macht. Wenn sozusagen ja, hier so viel Strom erzeugt wird, jetzt gerade zum Beispiel, ja, haben wir eigentlich genügend Solarzellen, aber Akkumulatoren fehlen halt einfach. Ich denke, das macht Sinn. Also, Advanced Accumulator habe ich, glaube ich, gerade keinen. Dann werde ich mir hier einfach mal welche schnappen. Und dann schauen, dass ich das ja, möglichst platzsparend baue. Also, wir brauchen ein Umspannwerk. Am besten dahin. Und jetzt. Ja, wir können ihn nur drauf bauen. Das heißt, machen wir das doch mal. Das müsste sich, glaube ich, genau ausgehen. Jetzt muss ich mal kurz das schnell abreißen, um einfach rauszufinden, wo da die Grenze ist. Da ist sie. Ja, das sind einige. Das sind wirklich einige. Sogar mehr, als wir gerade haben. So, ne, 9 glaube ich brauche ich. Ne, 6 hätten gereicht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann werden wir daraus noch einen Bauplan machen. Genau, 48 und das Ding. Und da haben wir jetzt den Bauplan für. Sehr schön. Außer ich habe ihn gerade abgebrochen. Da ist er. Und das können wir nicht daneben stellen, weil hier gerade... Passt das nicht wirklich nicht? Oder habe ich nur das falsche... Ja, wo ist er denn? Da ist er. Nee, weil der das Ding im Weg steht. Das ist ja ärgerlich. Dann werden wir jetzt hier das hier alles mal abtragen gehen. Den gleich mit. So, wie viele haben wir denn davon nochmal? Akkumulatoren 85, okay. Also einige. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und dann Blaupause dahin. Und dann... Ja, sobald das Ding weg ist, dahin. Sag mal, was macht denn ihr gerade? Ja, gerade gehen sie sich laden. Naja. So, jetzt können wir sie noch hinbauen. So, wir haben zwar jetzt nicht so viele gewonnen, weil wir
selber recht viel abgebaut hatten. Ja, ihr habt gerade keine Energie. Ist ja schön und gut. Aber das ist normal, wenn gerade... Ach, wurscht. Wenn gerade Nacht ist, könnt ihr keine Energie haben. Wie auch immer. Das warten wir jetzt noch ab. Und in der Zeit, ja, bedanke ich mich schon mal wieder fürs Zuschauen. Der Meteorit hat mich doch etwas geschockt jetzt gerade. Und ich denke, wir werden jetzt dann wirklich mal schauen, dass wir mehr Felder finden, Aliens finden, die wir angreifen können und da vielleicht ein paar mehr Wissenschaftspakete bekommen. Außerdem, kämpfen macht auch mal ein bisschen Spaß, ist mal ein bisschen was anderes. Genau, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Verdammt, die sind ja immer noch nicht fertig. Das warten wir jetzt noch ab. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus! Okay, ich warte es nicht ab. Bis die da hier sind. Ach, bis zum nächsten Mal. Servus.